Bei Netzrauschen zu Gast Armin Laschet, stellvertretender Vorsitzender der CDU und Landeschef der CDU in Nordrhein-Westfalen. 5 Fragen an Sie, Herr Laschet, zum Warmwerden. Kudamm oder Kö? Kö. Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot? Kommt drauf an. Schwarz-Grün wäre mal was. Viel Kraft in NRW oder Laschet mal gut sein? Laschet mal gut sein. CSU, kleine Schwester oder großmäulige Tante? Kleine Schwester. Kleine Schwester. Wir schaffen das oder die schaffen uns? Wir schaffen das. Auf jeden Fall schaffen wir das bei Netzrauschen. Armin Laschet. Menschen brauchen Boden unter den Füßen. Erdung und Verwurzelung. Fortschritt und Tradition schließen sich nicht aus, schon gar nicht bei uns in Rheinland-Pfalz. Und bei uns in Berlin bei Netzrauschen auch nicht. Herzlich willkommen, Armin Laschet. Schön, dass Sie hier sind. Grüß Sie, hallo. Das ist die Werbung, mit der Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz in den Wahlkampf zieht. Setzt sich aber gleichzeitig deutlich von der Bundes-CDU ab. Wie nehmen Sie das wahr? Naja, deutlich würde ich nicht sagen. Die Julia Klöckner hat mit ihrem A2-Vorschlag einen eigenen Akzent gesetzt, der in einem Punkt schon Position auch der Bundes-CDU war, nämlich der Frage Transitzonen. Kann man an der Grenze schon besser kontrollieren, wer ist hilfsbedürftig und wer ist nicht hilfsbedürftig? Und ansonsten unterstützt sie die Politik der Kanzlerin. Naja, oder sie schießt ein bisschen quer. Also diese gemeinsame Erklärung hier, die sie mit Guido Wolf, der in Baden-Württemberg auch Spitzenkandidat ist und um sein Mandat dort kämpft, verfasst hat, das hört sich jetzt nicht so an, als ob die unbedingt übereingehen könnten mit dem, was die Bundespartei da will. Tagesaktuelle Kontingente fordern die. Ja, die haben wir schon. Tagesaktuelle Kontingente gibt es, weil das ist irgendwann vor ein paar Wochen mit den Österreichern verabredet worden. Als die Zahl noch sehr hoch war, im Moment ist die Zahl ja sehr niedrig, der Flüchtlinge, die neu kommen, aber da hat man gesagt, schickt so viel pro Tag, dass wir die dann auch direkt in die Erstaufnahmestellen bringen können. Also eigentlich gar keine neue Forderung. Aber wenn man das festschreibt, dann hat man sie doch, die Obergrenze, gegen die sie sich immer gewehrt haben. Nein, das ist ja nur eine Zugangssteuerung, wie man es irgendwie plant, dass nicht an einem Tag 3.000 kommen und am nächsten Tag nur ein paar hundert. Das ist eine reine Organisation. Also einen Tag wollen wir sie alle reinlassen und nächsten Tag dann nicht. Man kann es ja ein bisschen steuern. Denn die, die das registrieren müssen an der Grenze, die ganze Sicherheitsüberprüfung machen, was heute schon stattfindet, für die ist es leichter, wenn nicht an einem Tag 3.000 dastehen und am nächsten Tag keiner. Deshalb hat man seit ein paar Wochen schon, ich glaube schon seit Jahreswechsel, bestimmte Kontingente, die man übernimmt. Also, aber das ist keine Obergrenze. Also Herr Laschet, den Dissens, den ich meine, da zu erkennen zwischen Bundespartei und dem, was auf Landesebene passiert, den sehen Sie gar nicht? Ich finde den nicht so groß. Das ist ein eigener Akzent, eine Erklärung, die beiden da gemacht haben. Aber in der Substanz ist das nicht viel anders. Wir wollten auch mal wissen, wie man das auf der Straße eigentlich sieht und haben mal gefragt, wie es aussieht. Okay. Verhältnis Bundespartei zu dem, was in den Landesparteien passiert. Die Einheit fehlt, das muss geschlossen bleiben, auch mit den Landesverbänden. Also man darf niemanden in den Rücken fallen, wenn die Zeiten schwierig sind. Und das ist jetzt im Moment eine schwierige Zeit. Stimmt. Stimmt. Und man gewinnt Wahlen, wenn man Kurs hält und wenn man genau die Politik, die ich richtig finde, ich habe das auch im Wahlkampf in Baden-Württemberg erlebt, wenn man die Politik der Bundeskanzlerin erklärt, der Bundesregierung erklärt, die etwas komplizierter ist als 30 Sekunden, dann gehen die Leute auch mit. Das heißt, das, was Guido Wolf und Julia Klöckner da machen, ist gar kein großer Unterschied. Die haben es nur noch nicht in Länge erklärt bekommen. Die haben jetzt nochmal einen eigenen Akzent gesetzt als 2 Landesvorsitzende. Ja. Aber im Prinzip sagen sie ja nicht, die Politik ist falsch. Sie sagen nicht Obergrenze. Und sie sagen auch nicht weg von der europäischen Lösung. Sie setzen nur ihren eigenen Punkt. Ich möchte noch einmal rausgehen auf die Wahrnehmung auf der Straße. Der Ton ist noch nicht zu Ende. Die Landesverbände, glaube ich, fahren ja deswegen in den Rücken, weil sie auch vor Wahlen stehen. Und weil sie ihre eigene Haut retten wollen. Also sie wollen jetzt einfach einen schwarzen Peter haben. Und das ist Angela Merkel. Und wollen fein rauskommen, um gewählt zu werden. Teilen Sie diese Einschätzung nicht auch ein Stück weit? Also mir kommt es so vor, als ob die sich wirklich von Angela Merkel auch in diesem Wahlkampf deutlich absetzen. Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Aber die Angela Merkel hat das selbst nicht so verstanden. Und da ich die Julia Klöckner kenne, auch weiß, wie eng sie ansonsten bei Angela Merkel steht, sehe ich das nicht. Sie selber sind ja in einer gar nicht so ganz unähnlichen Situation, würde ich sagen. In Nordrhein-Westfalen werden auch Sie als Spitzenkandidat um Ihre Position kämpfen müssen. Bleibt es dann
für Sie, ganz egal was kommt, bei dem wir schaffen das? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde einen Wahlkampf auch genau darauf anlegen. Ich habe das bei der Europawahl gemerkt. Ja. Da haben einige gedacht, die Leute sind immer skeptisch gegen Brüssel und gegen Europa. Muss man auch ein bisschen skeptisch sein. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen gesagt, es gibt viele Probleme, die lassen sich nur mit mehr Europa lösen. Wir brauchen mehr europäische Zuständigkeit bei der Terrorismusbekämpfung beispielsweise oder bei anderem. Und das hat in diesem Wahlkampf gut funktioniert. Bei uns hatte die AfD den niedrigsten Wert in ganz Deutschland. Also man muss sie offensiv bekämpfen und nicht so ein bisschen so reden wie die. Aber dazu gehört doch vielleicht auch ein bisschen Klartext. Also wenn sich jemand wie Erika Steinbach hier in diesem Fall mit so einem Tweet so aus dem Fenster lehnt, die CDU ist jetzt wahrlich keine Partei, die für langes Drumherumreden und lange Diskussionen bekannt ist, sondern da gibt es den Anruf aus der Führungszentrale, Mensch, was ist denn das für ein Quatsch? Wo bleibt denn der ganz klare Anruf hier bei Frau Steinbach oder vielleicht auch der Weg für Sie aus dem Amt heraus als Menschenrechtsbeauftragte? Also ich habe da gestern direkt meine Meinung zu getwittert und gesagt, das ist mit der Programmatik der CDU, mit dem christlichen Menschenbild, mit unserem Markenkern nicht vereinbar. Und heute im Präsidium waren wir auch der gleichen Meinung und werden das heute auch sagen. Ganz klare Aussage. Das hat vor allem gar nichts mit Flüchtlingen zu tun. Sie sehen das Bild ja hier. Ich meine, das sind Inder, von denen kommt überhaupt niemand derzeit als Flüchtling. Und diese Assoziation ist einfach nicht in Ordnung. Was ist denn das, was sie da gemacht hat? Also wenn Sie es mal mit ganz einfachen Worten beschreiben würden, Herr Laschet. Ja, sie versucht zu beschreiben, dass dieses arme, blonde Kind hier quasi umringt ist. Sagt er so an Worte wie idiotisch oder totaler Quatsch? Ja, gut, das ist wahr. Idiotisch. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf Ihre eigene Facebook-Seite gucken. Da sind Sie ja auch in regen Kontakt mit Leuten, die Ihnen immer wieder versuchen zu sagen, Mensch, Sie liegen hier falsch, mit dem Wir schaffen das, das so klar proklamiert ist. Wie gehen Sie mit denen um? Wenn es nicht allzu große Beleidigungen sind, lasse ich es stehen, weil ich finde, das gehört zum Meinungsdiskurs, dass auch da unterschiedliche Meinungen auf einer solchen Seite stattfinden. Aber ich oft argumentiere, das sehen Sie ja, auch sehr offensiv dagegen. Ja. Denn ich glaube, das ist die Aufgabe, die man als Politiker hat. Seine eigene Meinung engagiert vertreten und dann setzt manchmal ein kleiner Shitstorm ein. Eine Frage haben wir noch an Sie, Herr Laschet. Wir haben uns nämlich Sorgen gemacht, Ihre eigene Website ist offline. Was können wir da für Sie tun? Sie wird bald online sein. Ich setze bisher mehr auf Twitter und auf Facebook. Das sind so die Medien, mit denen ich agiere. Aber wir brauchen auch dringend eine Internetseite. Vielleicht ja nächstes Mal bei Netzrauschen. Mit Sicherheit. Armin Laschet, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Das war Herr Laschet bei Netzrauschen und ich klappe den Rechner zu.